So, hallo zusammen, schönen guten Abend, herzlich willkommen zur Pressekonferenz von Eintracht Frankfurt mit unserem Cheftrainer Oliver Glasner nach dem Achtelfinal-Hinspiel der UEFA Europa League. Ein 2:1-Sieg für unsere Eintracht. Oliver, herzlichen Glückwunsch an dich und die Mannschaft zu diesem wichtigen Auswärtssieg. Bitte um dein Statement zur heutigen Partie. Ja, vielen Dank. Ein großartiger Europa League-Abend heute mit einer fantastischen Leistung von uns. Ja, kann der Mannschaft und möchte der Mannschaft ein Riesenkompliment machen für die Leistung heute. Und ja, dass wir hier jetzt mit 2:1-Sieg in die Halbzeit gehen, ist wie gesagt großartig. Haben sehr, sehr kompakt agiert heute über weite Strecken, haben den Gegner wenig Möglichkeiten gegeben, die Räume zu bespielen. Sie haben uns anfangs ein bisschen überrascht mit diesen vielen langen Bällen. Darauf haben wir uns dann gut eingestellt und wir waren, denke ich, über die gesamten 90 Minuten oder 93, 94 immer wieder gefährlich nach vorne, hatten viele richtig gute Situationen, wo wir die Tiefe attackiert haben, wo wir dann Chancen kreiert haben, wo wir auch Tore erzielt haben und deswegen heute ein absolut gelungener Europa League-Abend und trotzdem gehen wir erst jetzt in die Kabine und ist Halbzeit, kann die Jungs nur dafür loben, aber es steht noch ein Rückspiel an, aber wir sind sehr, sehr glücklich oder ich bin sehr, sehr glücklich mit der Leistung und mit dem Ergebnis heute. Danke. Dankeschön, Oliver. Dann begrüßen wir auch am Podium Djibril Sow, unsere Nummer 8. Willkommen, Djibi, und herzlichen Glückwunsch auch dir zu diesem verdienten Auswärtssieg bei Betis. Bitte um dein Statement, um dein Fazit zu diesem heutigen Spiel. Ja, wir haben sehr gut begonnen. Waren sehr griffig im Spiel, sehr gut umgeschaltet. Die Stimmung hat uns sehr gut getan. Wir haben die sehr vermisst. Über das ganze Spiel gesehen geht der Sieg in Ordnung. Für mich sogar ein bisschen zu wenig Tore gemacht. Das müssen wir sicherlich im Hinblick auf die Zukunft auch verbessern. Aber wir wollen uns nicht beschweren. 2:1 hier bei Real Betis Sevilla ist ein super Ergebnis. Dankeschön, Djibi. Dann kommen wir zu euren Fragen an Oliver Glasner und Djibril Sow. Starten mit Sonja Pall von Hitradio FFH. Mikro ist unterwegs. Ja, Herr Glasner, Sie haben es gerade schon so ein bisschen ausgedrückt. Wie happy sind Sie und wie intensiv war dieses Spiel auch wirklich für Sie? Für mich war es nur ein Bruchteil von der Intensität wie für die Spieler. Also die haben heute schon wieder wahnsinnig was abgerissen, weil einfach Betis sehr, sehr ballsicher ist. Man hat das gesehen, wir haben sie eigentlich gut, hatten sie und trotzdem sind sie immer wieder mal rausgekommen. Und wie die Jungs dann die Räume wieder zugelaufen sind, um diese Kompaktheit herzustellen, wie wir hinten immer wieder verschoben haben, rausattackiert haben mit Philipp Kostic, mit Ansgar Knauf und die ganze Kette war sehr, sehr variabel. Wie dann die Spieler in die Tiefe gesprintet sind, ein ums andere Mal, das war intensiv. Mein Weg war, glaube ich, dreimal über die vier Stufen rauf und runter. Also von dem her bin ich zwar nicht mehr so fit wie die Spieler, aber für mich war es weniger anstrengend. Christopher Michel von Sport1 hier vorne. Ja, Glückwunsch beiden, Herr Glasner, Herr Djibi. Erstmal Herr Glasner an Sie die Frage. Das war jetzt der 9. Auswärtssieg generell in dieser Saison, jetzt auch das 3. Mal in der Euroleague. Hat man dafür eine Erklärung, dass das in der Fremde so gut klappt? Und Herr Djibi, vielleicht kannst du noch mal gerade das zweite Tor beschreiben, wie das von der Balleroberung bis zum Ende war. Und war das für dich jetzt auch persönlich deine stärkste Leistung in diesem Jahr 2022? Ja, das 2:1 habe ich so gesehen, dass der Innenverteidiger schon in diese Richtung geguckt hat. Und das habe ich gesehen und dann habe ich antizipiert. Mein Bauchgefühl war da richtig und dann konnte ich den gut abfangen. Und dann hat Jesper das überragend gemacht und dann spielen wir das super zu Ende, was wir auch eigentlich im Training dann so einüben. Und ich glaube, das war unsere beste Saisonleistung. Dann ist natürlich, sieht jeder Spieler besser aus, aber wir müssen auch ehrlich sein, dass auch individuell nicht jeder in Topform war in den letzten Wochen. Aber jetzt mit den letzten 2,5, 3 Spielen sind wir wieder in besserer Form, haben mehr Selbstvertrauen, das sieht man auf dem Platz. Und ich glaube, zur richtigen Zeit kommen wir auch jetzt in Form und die wollen wir jetzt auch aufrechterhalten. Ja, und woran es genau liegt, weiß ich nicht.
glaube, die Herangehensweise ist einfach immer die gleiche, dass wir auch auswärts auf Sieg spielen. Das war auch heute so. Wir haben gesagt, wir wollen das Spiel gewinnen, wir wollen eine gute Ausgangssituation. Das hat man auch gemerkt. Ja, und was die Spieler einfach mittlerweile sich auch am Platz sehr, sehr gut selbst organisieren, ist, wir attackieren mal sehr, sehr hoch, dann mal wieder aus einem kompakten, tieferen Block. Wir spielen mal vom Torhüter hinten raus, aber wir spielen auch mal den langen Ball. Also ich denke, da geht es alles in die richtige Richtung. Warum es auswärts jetzt ein bisschen besser geklappt hat, weiß ich nicht, aber ja, dann wird es Zeit, dass wir das ändern. Jetzt haben wir zwei Heimspiele vor der Tür und werden wir wieder auf Sieg spielen. Ulrika Sickenberger von der Bild-Zeitung. Ja, Glückwunsch auch von meiner Seite. Auch an Sie beide die Frage, Daichi Kamada scheint ja irgendwie in Euroleague-Zaubertrank immer zu sich zu nehmen, weil da dreht er jedes Mal auf, er ist jetzt, glaube ich, in der Saison schon mit 4 Toren. Ist das, wie können Sie sich das erklären? Ist das einfach, ist das Zufall oder ist es wirklich was Besonderes für ihn? Spüren Sie selbst sowas, dass bei ihm dann immer so ein Ruck durchgeht? Nein, also heute, der war nicht ganz so schwer, den er dann gemacht hat. Also von dem her, ja, es ist so, dass wenn wir rechts auf unserer rechten Seite ins Pressing gehen, meistens die halblinke Seite das Tor macht. Und da war halt, dass in diesem Fall Chibi den Ball erobert hat, Jesper dann quasi die Überzahl hergestellt hat, dass er im Dribbling gewonnen hat. Und dann war Rafa Borre und Daichi Kamada frei im Strafraum, weil sie halt gut mitgeschoben haben zum Ball. Also das war dann keine große Kunst mehr, aber du musst dort stehen. Also das zeigt, dass alle Jungs hier mitgemacht haben im Angriffspressing. Und Daichi hat auch heuer schon für uns gute Spiele gemacht, hat ein schönes Tor erzielt in Augsburg. Und von dem her läuft es jetzt, was die Treffer angeht, vielleicht in der Europa League etwas besser. In Summe hat er, glaube ich, jetzt sogar schon mehr erzielt wie die gesamte letzte Saison. Bei den Assists ja, hapert es noch ein bisschen, da brauchst du auch für einmal ein bisschen Glück, dass nämlich dann den du auflegst, dann der andere Spieler auch reinschießt. Aber Daichi ist ganz, ganz wichtig für uns, habe ich schon oft gesagt, weil einfach jemand ist, der Situationen auflösen kann, auch ein guter Counterpart zu Jesper Lindström, der mehr die Tiefe attackiert. Daichi ist mehr so der Zehner zwischen den Linien, der die anderen dann einsetzt. Und ja, aber er kann ruhig weitermachen mit Tore schießen. Tim Brockmeier vom Hessischen Rundfunk. Dankeschön. Glückwunsch auch von mir, Herr Glasner. Sie haben gestern an der gleichen Stelle gesagt, das sind Spiele, von denen man als kleines Kind träumt. Jetzt nach diesem Spiel, mit dieser Intensität, mit dieser Stimmung, mit dem Ergebnis, von was träumen Sie wohl heute Nacht? Ich werde nicht viel schlafen. Ja, das ist so. Da bin ich einfach so immer noch der bescheidene kleine Junge, der sich einfach freut. Ich habe auch jetzt nach dem Spiel, wo unsere Fans dann mit den Schals nochmal das Europa-Lied gesungen haben von der Eintracht. Das ist einfach schön, ja, weil das ist etwas, das gibt es nur im Sport, das gibt es dann auch nur im Fußball, also jetzt nicht nur, aber diese Begeisterung, und das nehme ich einfach mit. Das ist so dieser emotionale Lohn, den du dir nicht kaufen kannst, diese Gefühle, und das ist etwas, das einfach wahnsinnig schön ist. Und heute denke ich auch absolut verdient, weil die Mannschaft einfach eine Top-Leistung gebracht hat. Julian Franzke vom Kicker. Guten Abend. Frage gerne an beide, falls mir jemand beantworten kann. Philipp Kostic ist ja ein Schlitzohr. Ich zumindest würde ihm zutrauen, dass er das genauso gewollt hat. Das kann aber natürlich auch sein, dass das eine verunglückte Flanke war. Hat jemand schon die Möglichkeit gehabt, von Ihnen mit ihm zu sprechen und kann dafür Aufklärung sorgen? Es ist besser, man fragt ihn nicht, Philipp, sondern das war ganz klar gewollt, dass er den dahin zirkelt. Kann ich bestätigen. Ich habe ihn in der Kabine gerade angesprochen und da meinte er natürlich was gefällt. Ja. Wobei ich habe in der zweiten Halbzeit, wo er den verzogen hat, da habe ich schon gejubelt, weil das ist eigentlich genau seine Position. Aber den wollte er dann auch natürlich Richtung Ecke schießen. Okay, dann machen wir mit Lukas Dombrowski weiter von der Sportbild. Auf die Frage an beide, wer antworten möchte. Sie nannten es ballsicher, ist ja fast untertrieben, das sind ja richtige Zocker bei Betis. War das so der speziellste Gegner, wo die Dribblings ansetzen, wie oft die Hacke benutzt wird und wie schwierig ist das denn auch auf dem Feld gegen so eine Mannschaft zu spielen? Ja, ich finde, sie haben einen Ballbesitz gehabt,
finde ich, da, wo es uns nicht so wehgetan hat, da finde ich Bayern München viel schwerer, natürlich, weil sie dich hinten reindrücken und dann ist es immer sehr schwer, raus zu verteidigen. Da hatten sie halt viel Ballbesitz hinter der Mittellinie und das tut dir als Mannschaft eigentlich nicht so weh, aber speziell für Kier, es ist unglaublich schwer, ihn vom Ball zu trennen, weil er einen sehr tiefen Körperschwerpunkt hat und das hat man oft gesehen. Konnten mal 2-3 Spieler und der ist trotzdem nicht vom Ball zu trennen gewesen und deswegen war das schon speziell. In der Bundesliga gibt es nicht so viele Spieler wie von seinem Format, aber ich finde jetzt, als Mannschaft jetzt war das nicht speziell schwer. Sonja Pahl. Frage nochmal, Jibi, an dich. Du hast es vorhin schon mal so ein bisschen angedeutet. Das ist gut, ihr habt jetzt nochmal gewonnen. Aber einfach mal ganz platt gefragt, wie gut tut es wirklich, jetzt das zweite Spiel hintereinander gewonnen zu haben und jetzt wieder quasi Licht am Ende des Tunnels zu sehen? Ja, ich war jetzt nicht im Tunnel, aber es tut trotzdem jeder Sieg tut sehr gut. Und ich meine, das merkt man heute wieder sehr mit sehr viel Selbstvertrauen ins Spiel gestartet, natürlich nach dem Sieg in Berlin. Und da sind wir halt auch ein bisschen in die Negativspirale gekommen, wo dann die Ergebnisse gegen uns waren. Und jetzt sieht man, wenn das Selbstvertrauen zurück ist, dann läuft es einfach viel einfacher. Und wir haben heute sehr viele gute Kombinationen drin gehabt, gute Chancen drin. Und wir zeigen eigentlich, dass wir es können. Das Problem ist einfach, das Konstante über mehrere Spiele zu zeigen. Aber wie gesagt, ich denke, wir sind zur rechten Zeit jetzt in Form gekommen und das versuchen wir jetzt Spiel für Spiel zu bestätigen. Machen wir beim Hessischen Rundfunk weiter. Joscha Bartlitz und Tim Bruckmeier. Herr Glasner, natürlich ein richtig gutes Ergebnis, ein gutes Spiel Ihrer Mannschaft. Trotzdem, wie sehr fuchst Sie das denn mit dem verschossenen Elfer und den durchaus dagewesenen Chancen, dass man es vielleicht nicht noch klarer gemacht hat, sodass Bettis vielleicht gar nicht mehr so richtig hätte nach Frankfurt kommen können mit Blick Richtung Viertelfinale? Und an Djibril auch nochmal, das war jetzt ja eine besondere Kulisse, auch seit ganz langer Zeit. Ihr seid ja nochmal zurück in die Kurve gegangen. Wie war das emotional? Wie hat sich das angefühlt? So ein bisschen Zeitreise zurück, ne? Irgendwie. Ja, eben. Ich kenne das ja schon von meinem ersten Jahr und ich habe das sehr, sehr vermisst, weil davon leben wir. Da holst du diese letzten Prozente für solche Spiele und natürlich hat uns das heute enorm geholfen. Gefühlt war das kein Auswärtsspiel, wie die schon vor dem Spiel Stimmung gemacht haben. Und da muss man auch mal ein Lob aussprechen. Das ist wirklich unglaublich, was sie da abliefern. Ich hoffe eben sehr, dass das in Zukunft wieder Normalität in Anführungszeichen für uns wird. Machen wir hier vorne. Ich noch zu den Chancen. Zuerst bin ich mal froh, wie wir uns die Chancen erspielt haben. Also das waren Situationen, wie ich mir sie als Trainer immer wieder auch mal gerne wünsche. Ich denke jetzt nur, weiß nicht, ich glaube, wo Rafa dann den Torhüter anschießt, wie tut er da, mit welchem Mut er hier ins Gegenpressing geht und nach vorne verteidigt. Ist überragend, da geht mir das Herz auf. Ja. Und dann steckt er den Ball auch noch richtig gut durch und Rafa, ja, muss man auch sagen, Torhüter hat heute ein paar Mal richtig gut gehalten, unter anderem auch den Elfmeter. Deswegen ist natürlich auf der einen Seite schade, auf der anderen Seite trübt das meine Stimmung überhaupt nicht, weil einfach die Leistung fantastisch war und das ist das, was uns Auftrieb geben soll und gibt für die nächsten Aufgaben, die wir jetzt haben, nämlich diese Leistung, die Jungs heute wieder abgeliefert haben. Christopher Michel. Gerne an beide. Nochmal zu Jesper Lindström speziell. GBB, ist es für euch als Spieler, so einen Pfeil da vorne zu haben und das auch zu wissen und dem schon mit seinem jungen Alter so vertrauen zu können vor so einer Kulisse? Und da auch an Sie gerichtet, Herr Glasner, wie viel Spaß macht Ihnen auch diese Entwicklung von Jesper Lindström? Ja, er tut uns gut in unserem Spiel. Man sieht, dass er herausragende Qualitäten hat im 1 gegen 1 und auch in der Tiefe. Und ich sage ihm immer wieder, dass er das einfach machen soll. Lieber da vorne in einem Dribbling mal den Ball halt zu verlieren, als immer zurückzuspielen oder gar nichts zu probieren. Und heute eben, speziell beim 2-1, macht er es überragend und dann das Auge noch zu haben. Und ich hoffe, dass er das jetzt auch die nächsten Spiele so, dieses Selbstvertrauen mitnehmen kann und uns auch auf dem Platz helfen kann.
Ja, natürlich. Aber ich könnte jetzt viele Spieler nennen, mit denen ich mit der Entwicklung sehr, sehr zufrieden bin. Chibi ist auch einer davon, der eine unglaublich konstante Saison spielt auf richtig hohem Niveau und sich auch jetzt nicht nur am Platz, sondern auch als Persönlichkeit einen Schritt nach vorne gemacht hat. Jesper ist natürlich einer, der richtig gut adaptiert hat in den letzten Wochen und Monaten. Ich habe Tuta schon erwähnt, der einen Riesensatz gemacht hat. Ich könnte jetzt viele nennen und deswegen heute war es wieder, und anders geht es auch nicht, ein absoluter Mannschaftserfolg. Es waren immer wieder bei allen Aktionen mehrere Spieler beteiligt. Mal war es ein Umschalten, mal war es ein Gegenpressing, mal war es wie bei Philipps Tor, wo wir eine gute Spielverlagerung haben, die wir meiner Meinung nach hätten etwas öfter noch spielen sollen, war auch so der Plan. Das ist uns teilweise nicht so gut gelungen, wie wir das vorhatten, aber das ist jetzt schon ein bisschen Jammern auf hohem Niveau. Sonja Pahl. Glasner, noch kurz zum Abschluss. Es ist ja noch nichts gewonnen tatsächlich, Viertelfinale ist noch ein Stückchen weg, aber darf man nach so einem Erlebnis wie heute Abend, was ja doch auch intensiv war mit viel, in vielerlei Hinsicht, darf man trotzdem das genießen? Und wie genießen Sie das? Wie ist das bei Ihnen dann? Sie haben ja gesagt, schlafen können Sie nicht, also was machen Sie? Ja, jetzt hoffen wir, dass unsere Jungs, die beim Doping sind, relativ früh Wasser lassen können, damit wir dann ins Hotel kommen. Ist mal das Erste. Dann gibt es noch ein gutes Abendessen. Ich denke, dass der eine oder andere vom Vorstand oder vom Aufsichtsrat, die auch hier sind, noch ein paar Worte an uns richtet. Und ja, dann werden wir uns sicherlich auch natürlich in Spanien ein gutes Glas Rotwein gönnen, weil dann fällt das Einschlafen doch ein bisschen leichter. Und morgen aber ist schon wieder vorbei. Wir werden hier noch trainieren auch. Die Spieler, die hier gespielt haben, die regenerieren. Mit den anderen gehen wir auch auf den Platz. Wir haben uns hier einen schönen Platz organisiert. Und dann nach einem guten Mittagessen geht es zurück nach Frankfurt. Gut, schönes Schlusswort, oder? Ja. Dankeschön, Oliver. Danke, Gibi. Schönen Abend noch euch allen. Und wir sehen uns dann zur PK gegen Bochum am Freitag um 13:30 Uhr bei uns in Frankfurt. Dankeschön. Danke sehr.